Was geht ab, liebe Leute? Ich bin es, euer Star-Adler 1907 zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront. Ja, Leute, endlich mal wieder Star Wars Battlefront nach einer langen Zeit. Ich hoffe mal, ist dieses Video wird euch gefallen. Lasst doch einfach einen Daumen nach oben schon mal da, wenn es euch gefällt. Leute, nämlich ist gerade eben das Update rausgekommen: Roach, Ron, Scarif. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig aufgesprochen habe. Roach, Ron habe ich richtig ausgesprochen, aber das ist Scarif. Keine Ahnung, wenn man es richtig ausspricht. Vielleicht gibt es verschiedene Modi, nämlich einmal Kampfläuferangriff, Gefecht, Jägerstaffel, Wendepunkt und Infiltration. Das spielen wir mal. Versuchen wir in eine Runde rein zu joinen. Ja, Leute, eben ist das Update endlich fertig installiert. Ich freue mich so hardcore auf diese Modi. Und auf überhaupt auf diese Map und so. Ja, Leute, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Map und so feiert. Spätestens Samstag kommt dieses Video raus, also heute haben wir Dienstag, heute ist rausgekommen, vielleicht bringe ich es auch heute noch, aber spätestens Samstag ist dann draußen, Leute, also könnt ihr gespannt sein, ich werde jetzt auch wieder öfter mal Star Wars Battlefront, denke ich mal, bringen, weil ich auch wieder richtig Bock habe, Star Wars Battlefront zu zocken und mal sehen, was uns das gleich erwartet. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in der Runde, bis gleich! Jo Leute, was geht ab? Wir sind jetzt in der Runde drin. Mal sehen, was es so Neues gibt. Gucken wir mal schnell. Im Shop habe ich gehört, da gibt es auch neue Sachen gesperrt. Es geht gleich im Weltraum los. Dann nehme ich mal den Controller in die Hand. Weil ich fliege einfach gerne mit dem Controller. Und mit so Tastaturen so spiele ich halt eher mit. Mit Tastatur spiele ich dann auf dem, wenn wir auf dem Boden sind. Erster Abschuss bestätigt. Leute. Alter, hat Schutzschild an. Boom. Jo, was läuft denn hier gerade bei uns falsch? Nächster, yo, wahrscheinlich. I am Kyle Brown. 100. Nein, der Schutzschild an. Nein, der erste durchgekommen ist. Okay, Leute. Dann landen wir jetzt mal, würde ich sagen. Also wir landen ja nicht, dann landen wir automatisch. Und ich würde sagen, dann stürzen wir jetzt mal in die Schlacht rein. Und gucken mal, dass wir unser geiles Blaster nehmen. Die Hand nehmen wir die und nehmen wir mal Partnerstart. Ach, geil. Die neuen Sturmtruppler sehen ja übelst nice aus, also die also hier, wie man hier aussieht, was man hier anhat, finde ich mal übelst nice. Nein, komm schon. Oh mein Gott. Thank you.
Yo, was läuft denn in der Folge ab, Leute? Was geht denn hier ab? Was ist mit mir los? Nein! Was? Wie schnell ist das denn hier rum? What? Jetzt kommt was jetzt, kommt jetzt. Gerade sind wir erst da. Okay, was müssen wir machen? Bewachen. Angreifen, okay. Keine Ahnung, was es ist, ob die da laufen oder... Ich glaube, die haben Speeder. Weil so schnell läuft man doch nicht eigentlich normalerweise, oder? Whip! Nein! Was? Sekundärfeuer. Okay. Nein! Ah nein, wir hätten uns umdrehen müssen. Haben wir eine Hand mit Granate? Ja, hier. Gut, nehmen wir die. Haben wir halt kein Jetpack, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Gerade mal. Oh. Was? Niederlage. Oh, alles klar. Tschüss. Ja, Leute, die Runde wäre ja übelst kurz. Können wir noch eine locker machen? Locker noch eine. Locker easy noch eine Runde. Ja, mal sehen, ob wir die nächste Runde gewinnen. Okay, wir sind jetzt nicht dabei hier in der Liste. Ist aber auch nicht schlimm. Ich fand, wir waren übelst nice. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie ihr mich jetzt so fandet. Kampf 2, ein paar XP wieder neu dazu bekommen. Ja, ich bin halt nicht übelst OP-Rang. Ich habe halt in der letzten Zeit einfach gar nicht gespielt, weil ich immer so ein bisschen Minecraft gespielt habe, weil gerade das Event aufgekommen ist, ein Shopping-Chaos und da ist meine Lieblingsmodi und so. Da kam noch Notweiser 2 Farben-Simulator und so. Aber es interessiert mich eigentlich gar nicht alles so. Leute, wollt ihr mal haben, dass wir so ein Video machen, wo ich eure Fragen eigentlich so beantworte? Da könnt ihr mal in die Kommentare eure Fragen schreiben. Und dann, würde ich sagen, kann ich dann eure Fragen beantworten. In die, also die ihr mir reinschreibt. Okay, wir spielen Kampflevel-Angriff. Die Runde dauert etwas länger. Dabei, die Runde, ich weiß noch nicht, ob ich die Folge schneiden werde ein bisschen mehr oder nicht, weil ich denke mal, ich fange jetzt mal an, ein bisschen mehr zu schneiden und so. Ja. Körperschild haben wir. Okay. Wie sehen wir denn aus, Leute? Wieso bei Battlefield 1 so ein Fallschirmspringer, nur in Alien-Version, habe ich das Gefühl. Jo, wahrscheinlich. Oh nein, nein, ich habe kein Jetpack, stimmt. Ich habe kein... Ich bin halt gewöhnt, dass da ein Jetpack ist, normalerweise. Und deswegen habe ich so gedacht, ja, locker easy. Hä, das sieht irgendwie aus wie bei Ark, so der Strand. Jetzt haben wir wenigstens unser Jetpack wieder. Jetzt bin ich alte gewohnt. Ah, das ist von Roach, von dieser neue Darstellerin. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Auf jeden Fall werde ich auch in den Kinofilm reingehen. Ich habe schon richtig Bock auf den Film. Ich weiß nicht, ob der auch heute schon im Kino erscheint. Ich denke mal schon, wenn heute das Spiel dazu, also das DLC dazu erscheint, denke ich mal, dass auch das Spiel erscheinen wird. Nein, komm schon. Was? Wie viele? 13 Stück. War da eben sein Bein?
im Wasser. In der Erde drin. Dann chillt einer sein Life. Haben wir ihn? Ja, haben wir. Okay. Ich hätte da noch immer seine Piste. Nee. Okay, wir werden abgeschossen. Oh nein! Ah, ich habe den zu spät gesehen. Aber das ist übelst nice. Das sieht aus wie bei Ark. Genauso. Ich glaube, die haben einfach so von Ark ein bisschen geguckt, habe ich das Gefühl, so. Ah, ich weiß halt nicht, wie der Kinofilm aussieht, also kann ich auch nicht sagen, vielleicht haben wir sie im Kinofilm genauso diese Map und alles. Deswegen will ich keine Vorurteile haben. Oh mein Gott. Was ist das denn? Was ist das für ein Typ, Leute? Ist es ein neuer Held? Von wo? Von wo? Okay, wir können AT-AT angreifen. Nein! Da hatte die L44. Okay. Ist halt von hier übelst doof, finde ich mal. Das finde ich jetzt mal von hier bis nach da hinten zu dem AT-AT zu schießen. Scharfschützenmodus, okay. Jo, was sind das denn alles für OP-Sachen, finde ich. Ich finde immer, die haben OP-Sachen gerade. So ein bisschen. Ah, jetzt haben die alles viel näher. Okay, Leute, gehen wir mal in so ein... Ah, man ist ja nur für mich. Ah, das ist ja mal übelst nice. Ah, nice. Ist ja mal übelst geil. Ist ja mal übelst geil, Leute. Nein! Was? Zwei Leben? Zwei fucking Leben! Kann also nicht durch diese Büsche schießen, finde ich ein bisschen doof. Keine Munition. Da war der AT-AT. Ist der hier drin? Nein. Nein! Will du mich pranken? Okay, da waren welche. Auch, okay.
Ich finde es halt doof, dass es hier nicht so viele Raumschiffe gibt, die man sich reinsetzen kann. Also hat man einfach so kaum Chance, den so richtig zu zerstören. Was? Warum schießt das Ding da nicht? Können schon die ausrasten. Als ob man auch nur 2 Punkte hat. Ach geil. Alles klar, Leute. Wenn euch diese Folge trotzdem, also diese 2 Runden trotzdem gefallen haben, lasst doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ich verbessern soll und kann. Und auf welche Waffen ihr mal Bock habt. Granaten oder irgendwas. Alles in die Kommentare unten reinschreiben. Und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge. Star Wars Battlefront. Bis dann. Ciao, Leute.